und ich gehe am 29.06. auf die Straße gegen den AfD-Bundesparteitag. Wir gehen auf die Straße, weil wir uns nicht auf die rechte Politik der Ampel verlassen können und es notwendig ist, dem Faschismus handfest entgegenzutreten. Denn der immer stärker werdenden AfD kann nur ein Schlag verpasst werden, wenn wir ArbeiterInnen gemeinsam als Klasse kämpfen und der AfD in Essen konsequent entgegentreten und sie mit allen Mitteln angreifen. Hey, guten Morgen, wir sind gerade losgelaufen mit dem Campfinger. Wir sind hier mit super, super vielen Menschen am Start, auf dem Weg zur Grugehalle, um uns hier gemeinsam der AfD in den Weg zu stellen, mit einer bunten demokratischen Gesellschaft. Wir sind hier erfolgreich, wir blockieren hier die Alfredstraße, wir blockieren hier gerade die AfD. Da drüben sehen wir drei AfD-PolitikerInnen stehen da vor unserer Blockade, kommen nicht durch. Wir zeigen, wir stehen gegen diese faschistische Partei, wir stehen für demokratische Werte, wir stehen hier gemeinsam gegen die faschistische AfD. Die Grugehalle ist gerade leer, es ist 10 Uhr, die Halle sollte gerade voll sein, der AfD-Parteitag sollte loslegen, doch wir haben ihn bisher erfolgreich verhindert. Gleichzeitig sehen wir hinter mir, sind Menschen in einem Kessel. Die Polizei hat diese Menschen, die an einer angemeldeten Versammlung teilnehmen wollten, diese fortführen wollten, gerade gekesselt. Das ist eine massive Repression, die wir nicht hinnehmen können. Gleichzeitig sehen wir einfach, wir sind erfolgreich, wir blockieren hier die AfD. Ich bin heute hier in Essen und es sind tausende Menschen auf der Straße, um gegen den Parteitag der AfD zu demonstrieren, gegen rechte Hetze, gegen Rassismus, weil die AfD eben keine demokratische Partei ist. Und ich bin jetzt hier bei den Protesten von Verdi. Sehr viele Gesundheitsbeschäftigte sind hier auf der Straße, um ein starkes Zeichen zu setzen gegen rechte Hetze, gegen die Gefahr von rechts. Tausende sind auf der Straße, die große Demonstration beginnt in wenigen Stunden und das ist ganz wichtig, dass Essen zeigt, hier ist kein Platz für Rassismus. So, angekommen in Essen, wir suchen jetzt mal die Demo und unseren Lauti. Krass viel los hier, überall tolle Leute, die auf dem Weg zur Demo sind und seit 6 Uhr laufen schon die Blockaden. Spannend! Hold up!
halt Ali war. Stehen bleiben! Stehen bleiben hier! Stehen bleiben und zurück! Ey, bin Presse, Presse? Ja, doch. Na, das war aufregend, oder? Warte, warte, wie lange rauskommt! Hey, die Kamera! Und dann sind wir eben auf einen Demonstrationszug gestoßen. Die Polizei hat gesagt, gehen Sie vorbei. Dann war es eben so, dass sie uns anscheinend zugeordnet haben, dass wir Delegierte sind hier am Parteitag. Und dann wurden wir von der Polizei in die Bäckerei geschickt. Und die hat sich dann auch draußen versammelt und das verbarrikadiert eben. Also, ja, es wurde tatsächlich alles Mögliche geschrien, auch dass, wie es hieß, muss ich gerade überlegen, deutsche Polizisten schützen die Faschisten, alles Mögliche. Polizisten wurden beleidigt, natürlich die AfD erst recht, auch die Politiker, und dass sie friedlich sind, da habe ich mir gedacht, die sind friedlich, wenn die überall an den Scheiben stehen. Gerade so, wenn ohne Polizei, wüsste ich nicht, was die gemacht hätten. Die hätten wahrscheinlich den Laden gestürmt. Und es waren ja nicht nur normale Demonstranten, da waren auch Autonome, also Schwarzer Block dabei. Das ist nicht gerade erfreulich, die ganze Situation. Und es ging dann so weiter, dass die Polizei uns eben gesagt hat, sie werden jetzt weitere Einsatzkräfte ranziehen und uns einen Weg bereiten, dass wir da rauskommen aus der Bäckerei. Es war dann auch so ein Korridor. Und dann wurden wir von Polizisten, 10 Polizisten, eingekesselt. Und die haben sich tatsächlich uns begleitet, immer schneller das Tempo gewesen. Und am Schluss, wo sich auch, waren ein paar Reporter dort, aber auch ein paar Demonstranten, die sich da in den Weg gestellt haben, die wurden tatsächlich dann auch auf die Seite geschubst, weil sie wollten sich in den Weg stellen, um das zu blockieren. Und hinter mir, sage ich mal, waren wirklich 100, 200 Leute, natürlich auch vermummt. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte da keine Angst. Ja. Hier noch einmal der dringende Appell der Polizei. Hey, die Polizei! Nazi-Pass! 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 Nazi-Pass!
Der 67-jährige Delegierte kommt nicht weiter, steigt aus seinem Auto und filmt Demonstranten mit seinem Handy. Dann geht er in Richtung Absperrung. Mehrere Demonstranten stellen sich ihm in den Weg. Es kommt zum Gerangel. Hirdi selbst beschreibt die Situation so gegenüber Bild. Er sei angegriffen worden, es gab einen Tumult, jemand habe ihm von hinten in die Wade getreten, er sei dann gestürzt und hätte dann 3 bis 4 Leute auf sich drauf gehabt. Den Biss in die Wade beschreibt er als Notwehr. Der Mann habe ihn zuvor ins Gesicht getreten, dann kam die Polizei und habe ihn befreit, so höre ich. Ob Anzeigen bei der Polizei gestellt wurden, ist bislang unklar. Also wir haben es vorhin auch schon gesehen, da wurde vor einer Bäckerei, wo man gesehen hat, da sind ja einige AfD-Delegierte drin, die hat man offenbar erkannt. Dann wurde einfach so eine Art Riegel um die Bäckerei herum gebildet und dann saßen die halt in der Bäckerei fest. Nun, man kann sagen, sie hatten immerhin Kaffee und Brötchen. Die Demonstranten draußen standen und feierten das erstmal auch als einen gewissen Sieg. Die Polizei ist dann gekommen, hat dann versucht, die aus dieser Bäckerei rauszuholen, was ihnen dann natürlich am Ende auch gelungen ist. Und so passiert das immer wieder. Es ist so ein bisschen eine Politik der Nadelstiche, die da stattfindet. Dass man halt einfach versucht, diesen ganzen Parteitag, die ganze Logistik des Parteitages damit zu erschweren, den Anfang des Parteitages irgendwie so nach hinten rauszuschieben und es halt einfach möglichst unangenehm zu machen für die Delegierten, überhaupt in die Grugerhalle zu kommen.